Willkommen zurück mit einer kleinen Sondersendung natürlich nochmal zum Thema Pokémon Go. Wie ihr alle wisst, also Mewtwo ist zurück und es kann besonders komische Attacken. Flammenwurf wurde mir gesagt, mit Eisstrahl habe ich es ja jetzt schon selber gesehen, weil meins das hatte. Keine Ahnung was wie wo. Zum Glück habt ihr alle Spukball natürlich auf euer Mewtwo gemacht, auf euer altes, was ihr hattet. Und ich wollte jetzt mal mein Kampfteam nochmal erneuern, weil ich irgendwie durch die Pokémon geswitcht habe, als ich meine Despo da letztens auswählen wollte und habe gesehen, dass da plötzlich noch ein paar 98er rumschlummern, frisch aus dem Raid, die überhaupt nicht gepusht sind und gar nichts. Und da ich ja noch über 3000 Bonbons hatte und gerade noch 2,5 Millionen Staub, habe ich also mal ein paar Despo da noch gepusht, um mir jetzt wirklich ein Kampfteam zusammenzustellen, dass ich 6 maximierte Despo da habe mit Kaskade und mit Katapult, Steinkante meine ich natürlich, vom Community Day. Und damit ich jetzt auch 6 Despo da Max mit Bissknirscher habe. Einfach vielseitig einsetzbar und das sollte jeder bei sich auch machen, sich als Ziel setzen, nehmt jeden Despoda-Raid mit, den es geht und farmt da Bonbons, nehmt euren Stau, pusht keine sinnlosen Sachen. Gönnt euch Despoda, der kam bei so vielen Dingen zum Einsatz, auch gerade bei den Vögeln. Ihr habt bei allen 3 Vögeln Despoda mit Katapult Steinkante genommen. Das hat richtig alles niedergeknüppelt. Jetzt ist Mewtwo da, da braucht ihr wieder Despoda mit Bissknirscher. Und deswegen, bevor ihr immer zu TMs anwendet und die ganzen Attacken hin und her switchen müsst, nehmt euch einfach eine Armee Despodas zur Hand. 6 mit Unlichtattacken, 6 mit Gesteinsattacken, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. So, ich habe mal meine 98er noch gepusht, die ich so gefunden habe. Und dementsprechend habe ich mir dann ein neues Kampfteam zurechtgelegt. Das werde ich euch jetzt hier einfach mal zeigen, wie das jetzt bei mir momentan aussieht. Ihr seht es hier, Kampfteam Mewtwo auf jeden Fall 6 98er mit 3662. 3 Stück mit 61 und 1 mit 56, weil das nur 14 Angriffe hatte, aber bei den anderen seht ihr ja die Werte. 14 Verteidigung zweimal, dreimal mit 14 KP und einmal mit 14 Angriff. Ich habe natürlich auch noch 96er mit 15 Angriff und so, aber ich wollte einfach in einem 6er-Team nur 98er haben. Das ist jetzt gelungen, ihr seht es hier. Ist also eine richtige Armee, mit der man da drauf knüppeln kann. Und am besten macht ihr euch auch gleich noch ein zweites Team zurecht, wenn ihr nicht mit so vielen Leuten unterwegs seid, dass ihr dann nicht alles immer zu beleben müsst, sondern mit dem zweiten Team dann einsteigen könnt. Deswegen habe ich mir hier Azamefs gemacht, also Azamefs. Wie man sieht, da ist auch das 96er mit 15 Angriff dabei. Dann ein 93er und ein 91er, die habe ich mit reingenommen, weil die schon bei über 3300 waren. Mewtwo selber könnt ihr natürlich auch nehmen, mit Spukball zum Beispiel. Das war mein allerbestes, was ich je hatte aus den 25 X-Raids mit 89%. Hatte ich damals hochgezogen auf Max-Level, hat 15 Angriff trotzdem, kommt auf 3900. Mit Spukball ist das auch richtig genial. Und natürlich ein 100er Gengar und ein 100er Simsalar, die auch sehr effektiv sein sollen, mit denen ich selten kämpfe. Gegen Machomai setze ich die meistens ein, weil das ja auch Psycho ist, aber gegen Mewtwo habe ich die eigentlich noch nie genutzt. Habe ich jetzt mal hier in das zweite Team reingepackt. Damit kann mir eigentlich nichts passieren. 9-mal Despoda, einmal Mewtwo, einmal Gengar, einmal Simsalar, mein neues Kampfteam. Ich bin natürlich gespannt, mit was ihr so kämpft, was ist euer Team, was habt ihr für Pokémon, habt ihr 100er dabei, habt ihr 98er, sind das Psychos, sind das Despos, sind das sonst was, kämpft ihr vielleicht auch mit Kramurks vom Typ Unlicht? Wenn das natürlich jetzt weiterentwickeln geht zu Grand Chef oder wie das heißt, dann ist das vielleicht auch cool, ich weiß nicht wie hoch das dann kommt, aber kann man sicherlich auch verwenden. Und vielleicht habt ihr auch Hundemon und kämpft mit Hundemon, hat ja auch Unlichtattacken, aber das ist mein Team. Schreibt mal rein, was ist euer Team, was nehmt ihr, was benutzt ihr. Das würde mich interessieren und jetzt noch viel Spaß natürlich bei den Mewtwo Raids euch gewünscht. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ciao. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Nicht vergessen. Ciao.